Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir versuchen heute uns um Sand zu kümmern, denn wir brauchen Sand am Meer. Nee, nicht am Meer, aber wir brauchen Sand. Und wir sind ja dabei, quasi die Herstellung der Phenobretter zu machen. Ne, mit einem Überschuss von 50 Woodenboards, die ins Lager gehen und natürlich dann die 40 Phenoboards, die wir brauchen, um alles fertig zu kriegen. Und da sind wir an der Stelle, wo wir jetzt 7,2 Sand herstellen müssen. Ja, gut, da braucht man theoretisch 3,2 davon. Hätte ich mir fast, naja. Wir haben nachher 4 davon, also haben wir ein bisschen mehr Sand. MK2 Washing Plants habe ich, glaube ich, ein paar in der Tasche. Ja. Gut, also wir brauchen ein Washing Plant, welches... habe ich die große Pumpe in der Tasche? Kann ich gleich wieder nach oben gehen. Ich gehe erstmal nach oben. Ich hole erstmal noch ein bisschen Baumaterial. Hier haben wir uns in der letzten Folge um den Kompost gekümmert, dass wir da durch sind. Hier wird auch schon, Harz wird auch schon hergestellt auf künstlicher Basis. Ich weiß gar nicht, ob ich nachher später mal Harz brauche für andere Sachen noch. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber ich gehe ganz fest davon aus. So, Moment, irgendwo hatte ich... habe ich doch. 2 große Pumpen, Seafloor-Pumpen, habe ich, alles klar. Ein paar Rohre habe ich auch, aber ich wollte hier jetzt noch mitnehmen, Flair brauche ich nämlich zum Vernichten von dem Gas, was da ankommt. Dann war es das eigentlich auch schon. Okay, gut. Ich glaube, das müsste jetzt alles sein, was wir brauchen da unten. Ein Liquifier brauche ich. Da. So. Gut. Muss ja den Modder zurückführen, sozusagen. Ich muss das Gas hier noch unten runter, Ureagas, das wird hier in der Mitte dann durchgeleitet zu Fabriken und dann wird das dann da weiterverarbeitet. Aber sieht gut aus hier, wie das alles arbeitet und macht und tut, ne? Ist alles schön. So, also wir brauchen quasi so ein kleines Werk, was am Anfang steht, welches dann da mit dem dazwischen und so alles baut. Da braucht man nämlich dann hier den Kameran dazwischen. Obwohl, nee, den brauche ich hier dazwischen, ne? Den Kameran brauche ich hier vorne dazwischen. Der muss machen... das. Und dann muss ich einmal Wasser. Und das hoffe ich, dass ich das von hier oben abgezapft bekomme. Aber ich denke, ja. Das sollte kein Thema sein. Natürlich jetzt auch um 1 versetzt hier noch. Müssen wir auch noch beheben, denn das Problem. Den müssen wir auch noch beheben hier mal. Habe ich Sand in der Tasche? Nee, aber Sand ist da oben drin, ne? Soweit ich weiß. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Das müssen wir natürlich jetzt noch durchziehen. Hier mal ein bisschen Sand. Komme ich genau auf diese Masten hier. Okay, das geht. So, heißt, ich muss jetzt einmal das Wasser etwas weiter nach da bringen. Und einmal mit dem Sand das da zumachen. Dann kann ich jetzt hier die Pumpe wieder setzen. Dann muss das eins nach hinten, glaube ich, ne? Drei Rohre. Nee. Das stand schon richtig. Okay. So, dann Wasser hier verbinden. Wasser hier verbinden. Du machst das gleiche wie das da. So. Und dann holen wir hier das Wasser noch mit runter. Warte mal, dann machen wir auch, damit es gleich aussieht. Platz von 2 Rohren. So. 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 So, dann brauche ich hier eigentlich
Den Teich. Den machen wir mal größer, weil die Pumpe größer aussieht. So. Und ich bräuchte hier ein braunes Ventil. Ein braunes Ventil. Von unten vom E-Bag wird schon wieder der Dust abgeholt. Sehr gut. So. Eins, welches? Ne, das ist nur ein Return. Ja, das brauche ich. Weißes brauche ich. So. Dass das nur durchläuft, wenn auf der anderen Seite, also wenn auf der Innenseite quasi 80% da sind. Weniger als 80% sind. So. Das heißt, hier läuft nur Wasser durch. Bis hier drin 80% sind. Genau. Und dann kann der nämlich sein Zeug da loswerden. Dann ist das auch ganz gut. So, dann braucht ihr hier einen Reinleger. Gut, und dann brauchen wir hier das Förderband für den Matt. So. Gut. Du musst herstellen das. Mach das da rein, das gibt dahin, das geht daran. Hier brauchen wir auch nochmal Wasser. Wollen wir auch uns von oben. So. Und dann machen wir ein Flärchen hier hin. So. Gut, du machst dann das. Du machst dann das. Kommt da rein, das kommt da rein. Das kommt da rein. Kommt da rein. Du musst dann. Ist das gleiche jetzt? Ja, warte mal. Also, hier kommt Heavy Mud Water raus. Zweite. Dritte. Vierte. Und dann kannst du Sand machen, ne? Du müsstest auf der Innenseite das kriegen. Okay, gut. Müssen wir mal so machen. Gut. Hier ein Schlauch, da ein Schlauch. Da ein Schlauch, da ein Schlauch. Und da brauchen wir dann noch ein paar mehr von. Und zwar genau 4. So. Die das Zeug herstellen und dann müssen wir, ja, ist ungünstig, aber es ist immer so, ne, einmal quasi dadurch. So. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. Wenn ich recht informiert bin. So. So, und dann kriegen wir hier nämlich den Sand, den wir brauchen. Upsala. So, und hier kriegen wir nochmal Matt, den wir nicht brauchen. So. Der muss hier rausgenommen werden, da reingelegt werden. Und dann sollte das eigentlich alles so rein technisch funktionieren. Moment, ich muss ja hier nochmal auch den Matt rauslegen. So.
Dann dürfte das rein technisch alles funktionieren. Nur ob es funktioniert, wissen wir noch nicht. Aber wir sind guter Dinge. So. So. Und dann auslegen, rauslegen. Mach weg da. So. Auslegen. Auslegen. Und dann zusammenführen zu einem Sandförderband. Hätte ich jetzt gesagt. So, gut. Das sollte jetzt soweit funktionieren. So, dann brauche ich jetzt einmal Stromanschluss von hier vorne. Und dann legt mal los. So, der müsste jetzt das machen. Genau, der macht dann das Wasser. Der macht dann das Wasser. Und der hat keine Verbindung. So, dann macht er das Wasser. Das pumpt er hier rein und dann kommt hier Sand hergestellt oder gesiebt oder gemacht oder was auch immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt Sand. So. Und aus Sand und dem Material und aus Ureagas und dem Material machen wir dann andere schöne Sachen. Hui, so, wir sind quasi hier. Das müssen wir jetzt machen, ne? 23 Fabriken oder beziehungsweise 24 Fabriken setzen, die aus Sand und Kompost den Soil herstellen. Und wir brauchen aus Kompost und Ureagas den Fertilizer, den wir dann auch ins in die Produktion bringen. So, 24 Fabriken und zwei andere. So, das ist ja insgesamt sind das ja dann 25. Aber 24 Fabriken, die das dann herstellen sollen. Da könnte man ja so 6er-Blöcke 4 Stück machen. Müsste sich eigentlich hier hinten ausgehen. Ich weiß es nicht genau. Aber mit ein bisschen Glück. Wird er zu breit, okay. Dann machen wir 8er-Blöcke 3 Stück. Auch kein Problem. Die setzen wir noch weiter auseinander. Nicht auch optimal. 1, 2, 3 hätten wir noch bis zu der Kante. Ist mich hier auf der Kante? Ja, 3 hätten wir noch bis zu der Kante. Okay. Ist ja auch blöd, ne? Eine Block denn. Obwohl, nee, doch, der steht genau auf dem und der steht genau auf dem, ne? Nicht ganz. Aber es ist fast mittig. So. Dann haben wir 24 Gewerke, die das machen. So, die sollen mir herstellen. Das da. So. So, und dafür braucht ihr Kompost, den er von da kriegt, und einen anderen Krempel. Okay. Wie balanciere ich das aus? Da müsste ich die beiden zusammenlegen mit dem Balancer hier durchführen. Nee, auch Quark, ne? Blöd ist das.
Okay. Ja, ist blöd. Ist sehr blöd. Mach mal anders. Wie weit kann ich denn oder wie weit? Achso, so weit Platz habe ich eigentlich gar nicht. Gefällt mir gerade nicht, wenn das hier so steht. So. Hier haben wir ja den Sand. Wie viel kommt dabei rum? Nicht so viel, ne? Nee. Das heißt, wir können eigentlich hier um den Sand herum. Wir machen zwei Bänder aus Sand. Und holen uns das denn hier runter? Das sieht auch scheiße aus. Sieht alles scheiße aus. Das gefällt mir gerade nicht. Ah, ich habe keine schöne... Wie baue ich es jetzt? Ist das schon wieder mein Problem? Ich könnte den Sand ja auch aufsplitten und dann hier einfach durchleiten. Wie viele haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Das wären 6. 1, 2... Kriege ich aber nicht dazwischen. 1, 2, 3... 3. So, ein bisschen Abstand halten noch. So, dann könnte man jetzt mit dem Förderband einfach sein gehen. Den Pädagogen irgendwo bis dahin gehen. Vielleicht sogar so gesplittet. Ach, ich muss noch einen Abtransport machen. Ja gut, Abtransport kommt dann dahin. Dann kommt hier der Antransport Sand. Sozusagen. Abtransport, Antransport Sand. Oder nö, eigentlich nicht. Da wird ja so wenig gebraucht, da kann ich auch drüber greifen dann. So, und dann hier. Die nächste Reihe aufgestellt. Hier Sprung. Das ist ja, da kommt ja nicht mehr so viel. Ziehen wir hier den Sand hoch. So, dann müssen wir bloß überlegen, was wir denn, wo wir den Überschuss denn von dem Material quasi mit Urea-Gas versetzen, aber das könnte man ja jetzt wirklich dann hier, wohl, dann haben wir Förderer, das könnte man denn hier machen. Hinter den oben ein, unten ein, oben ein, jeweils ein ran, der dann das Urea-Gas kriegt. Das Urea-Gas legen wir dann hier außen dran vorbei. Ja, klappen, ne? Jetzt haben wir es immer hingekriegt, dass es so einigermaßen klar ist. Doch, da haben wir ja schon einen Tank. Ist das Urea-Gas eigentlich? Nee. Urea-Gas kommt hier raus. Hä? Nee. Da ist Methylisort. Wo ist denn das Urea-Gas? Wo wird denn das hergestellt? Ach, hier wird das hergestellt. Gut, das kann man ja dann noch nach da ausführen. Da auch noch einen Tank hinbauen. Und dann nach unten und dann ist gut. Okay, ja. Können wir hinkriegen. Alles klar. Gut, heißt also, wir müssen jetzt hier auch geradeaus durch. Warte, bloß bis dahin. Und dann hier durchhopsen. So. Okay. Ja, das gefällt mir schon mal. Das kann man so machen. Moment.
ein bisschen Luft lassen, so. Dann Antransport, 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 Antransport. An. Ab. Rauslegen. Huge. Okay, dann hier einen Knick davor, da einen Knick davor. Hier einen Jump dran. Hier einen Jump dran. Jump dran. Noch zwei. So. Sehr gut. Ah ja. Okay. Das hat die gerade Zahl, ne? Die mich jetzt hier wieder ein bisschen triggert. Wir haben mal plus 2 weg. Wir brauchen ja nicht theoretisch plus 2, ne? Na, das muss denn hier unten sein, weil hier nur der mit dran kommen kann. Ja. Okay. Hier Abtransport. Würde leider. Wie kommen da raus? Was nix, ne? Ja. Obwohl, die könnten eigentlich nach unten rauskommen, dass wir die hier unten brauchen können, ja. Die könnten nach unten rausgehen. Wollen wir jetzt sich von unten weiter aufbauen hier auf der Seite. Das ist schon ganz cool, ja. Stimmt eigentlich. Könnten nach unten rausgehen. So. Dann wollen wir da bloß das Gas noch hier verteilen. Machen wir es auf der Innenbahn? Ne, machen wir hier in der Bahn, ne? Obwohl, ne, geht nicht ganz. Müssen wir so versetzt werden machen. Hier hops hin, so, so. Du machst das. Okay. Vor daran. Dann einmal hier hochgegangen. Hier das Urea-Gas rausgeholt. Habe ich gerade keine in der Tasche. Holen wir schnell ein.
steht der Tank dazu. Gut, der wird dann benutzt. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Tank geholt. Sehr schön. Dann legen wir den dann nämlich dran. Dann nehme ich da auch das Urea-Gas. Auch gleich noch im Tank, so ein bisschen ausgleichend. Ist nicht weiter schlimm, glaube ich. So. So, dann haben wir hier das Urea-Gas, dann haben wir das hier, dann haben wir das hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann müssen wir jetzt hier nur noch sagen, dass du Long auflegst und... Ja. Der Ableger muss hier lang sein. So. Sehr schön. Und hier muss der Nehmer lang sein. Ja. Und dann macht ihr das hier. Ihr macht mir schöne Kuchen. So. Gut, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier brauchen wir dann Abnehmer. Da auch. Von einer Short ist. Okay. So. Gut. Oh, läuft das Länderspiel. So. So, so. So, 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 so. So, so. So. In eine andere Richtung, so. Und hier muss der Nehmer lang werden auf der Seite. So, und dann sollte das doch eigentlich alles seinen Gang gehen. Jetzt mal ein bisschen Strom reinbringen in die ganze Geschichte hier. Gut so, auf der Höhe und auf der Höhe nochmal ein. Und dann brauchen wir hier draußen ein. So. 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 Und dann machen wir hier eine Verbindung nach dort. Und hier eine Verbindung nach dort. Und dann sollte das jetzt hier eigentlich alles arbeiten. Die arbeiten alle. Der arbeitet noch nicht, weil der hat noch keinen, der ihm was gibt. Umgekehrt. Das ist blöd dort. So. Gut, der kriegt auch reingelegt. Dann kommt das hier unten an. Die Kuchen kommen hier unten an. Sehr schön. Also, dann ist das doch hier hinten dran gebaut. Sand und die Geschichte. Sehr schön. Gut. Dann haben wir doch unsere Erde und beziehungsweise den Soil, ja, ist ja Erde, und wir haben den Fertilizer oder Fertilized, ja, Fertilizer, ne? Das ist ja der Kompost, der mit ein bisschen Harnstoff, Urea-Gas soll Harnstoff sein, wenn ich das noch richtig erinnere aus dem Kommentar, dann hier anbringt. Gut. Und dann arbeitet hier alles. Und hier oben arbeitet auch schon wieder was, weil nämlich dieser Tank noch nicht voll ist. Sehr gut, alles kann arbeiten. Wie sieht es aus mit dem Strom momentan? Naja, hält sich in Grenzen. Gut, dann alles tuffig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.